Auf den Wegen der Voralpen drohen Gefahren, offensichtliche und versteckte. Schlechtes Wetter, unwegsames Gelände oder Steinschlag sind nicht die einzigen Gründe dafür, dass es die meisten Bergtoten beim Wandern gibt. Jeder hat immer den Eindruck im Hochsommer und in den Ferien, dass es da wahnsinnig viele Bergtote hat. Das stimmt in gewisser Weise auch, weil die sich immer konzentrieren auf die Sommerferien und aufs schöne Wetter. Das ist ja ein vermeintlich harmloser Sport, Wandern gehen. Warum verunglückt da immer mal wieder jemand? Weil so viele Wanderer unterwegs sind. Und deswegen passiert da eben auch viel. Klettern tun viel, viel weniger. Da passiert dann eben in absoluten Zahlen gesehen einfach weniger. Aber wenn man es relativ anschaut, ist Bergsport doch eine sehr sichere und gesunde Art, die Freizeit zu verbringen. Jetzt spricht man auch von den sogenannten subjektiven Gefahren, die scheinbar für 2/3 aller Unfälle verantwortlich sind. Was bedeutet das? Meistens ist es so, dass die Leute, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, selber schuld sind. Also dass sie falsch geplant haben, dass sie sich übernommen haben, dass sie in schlechtes Wetter gekommen sind und dann so eine Kette an Ursachen zusammenkommt und zum Schluss passiert dann eben ein Unfall. Das sind subjektive Gefahren. Beim Wandern zum Beispiel eben das Stolpern. Und das Stolpern wegen Kreislaufproblemen, die Hauptursache ist dafür, dass schwere Unfälle passieren. Jetzt haben wir viel über Gefahrenszenarien gesprochen. Jetzt wollen wir auch mal wissen, wie kann man sich denn davor schützen? Oder die vielen, denen nichts passiert, was machen die richtig? Die einen haben Glück, nein, aber im Grunde ist es so, dass Planung erstmal das A und O ist. Also jeder sollte die richtige Tour für sich selber aussuchen. Und wenn ich gerade Einsteiger bin, dann suche ich mir halt nicht den Weg auf die Zugspitze aus. Kommt leider immer wieder vor, dass Leute gerade an Prestigebergen sich ziemlich überfordern und sagen, das muss ich einmal schaffen. Und genauso sollte man es nicht machen. Also wenn man einsteigt, erstmal eine 2-Stunden-Tour vom breiten Weg und das nächste Mal gehe ich ein bisschen länger und dann langsam auch immer schwieriger. Also ich denke, das ist das Wichtigste. Schritt für Schritt vorwärts gehen. Und sich selber einfach nicht überschätzen. Und dann vielleicht noch eine andere Geschichte, die wichtig ist, auch die Verhältnisse im Blick haben. Also Wetterbericht ist das Allerwichtigste. Ja. Wetterbericht kennen und wissen, kommt am Nachmittag ein Gewitter oder nicht und dann entsprechend richtig planen. Und als Drittes vielleicht noch kurz, immer mit den richtigen Leuten gehen auch. Also alleine unterwegs sein ist keine gute Idee zum Beispiel. Und wenn man eben zu mehreren unterwegs ist, einfach darauf achten, was können die anderen. Ja. Also nur auf sich selber zu schauen. Ist blöd. Zum Thema Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten, dass so Wanderwege möglichst gefahrenlos auch beschritten werden können. Wer ist denn da zuständig? Also erstmal sind schon in vielen Fällen die Alpenvereinssektionen dafür zuständig, gerade wenn es in die Berge raufgeht. Weiter unten im Tal sind es oft auch Tourismusverbände. Und die Übergänge, die werden vor Ort immer ausgehandelt. Aber man kann keinen Weg absolut sicher machen. Ja, da müsste man ja praktisch links und rechts Geländer hinmachen und Stufen. Also das ist nicht der Fall, sondern ein guter Weg zeichnet sich dadurch aus, dass er homogen ist. Also schwere Bergwege sind halt homogen schwer, ja, und da darf man andere Dinge erwarten, wie wenn man einen leichten Bergweg hat. Und was natürlich ganz schlimm wäre, man hätte einen leichten Weg und es ginge stundenlang so dahin und ganz am Schluss, kurz bevor man auf die Hütte kommt, wird es auf einmal hart. Also es geht um Homogenität, aber nicht darum, dass man Wege vollkommen gefahrlos gestaltet, weil da müssten wir überall Rolltreppen hinmachen und das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Auf lange Sicht geht das Risiko, in den Bergen zu verunglücken, zurück. Letztes Jahr gab es mit 35 Bergtoten sogar einen historischen Tiefstand. Mit der notwendigen Vorsicht also kann man getrost sorgenfrei durch die Alpen wandern.